Also mein Privileg ist, die erste Frage zu halten, Frage zu stellen. Sie können natürlich einladen, wie es jetzt schon angefangen hat. Und meine Frage ist die: Josef, bist du ein Rebell? Oh yeah. Wogegen rebellierst du? Wofür rebellierst du? Ja, ich glaube, ich rebelliere gegen Blödsinn und besonders auch Blödsinn, der schädlich ist. Und ich glaube, unsere Welt ist voll davon. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wann die Rebellion sozusagen angefangen hat, aber es wurde ja im Film erzählt, da war ich in dieser jüdischen Knabenschule in der Kaiserstraße in Berlin als 12-Jähriger oder so. Und habe zum ersten Mal wirklich Elend und Unterdrückung und so weiter erlebt, nicht? Und dann, das überrascht Leute, und davon hast du ja geredet, dass manchmal gebe ich Antworten, die nicht erwartet sind, nicht? Also ich lebte lebte in Berlin, in der Nazi-Zeit, 33 bis 36, und da werde ich manchmal gefragt, ja, wie das war mit Antisemitismus und so weiter, und Leute nehmen an, dass auf der Weg zur Schule würde ich angegriffen, vielleicht von Hitlerjungen und solche Sachen nicht und so weiter. Nein, ich habe Antisemitismus zutiefst von meinem Vater gelernt, als ich diesen Jungen, diesen ganz armen Jungen, der in Fetzen gekleidet war, nach Hause gebracht habe. Und mein Vater war entsetzt. Nicht? Wie kann ich so jemand, also der spricht ja kein Hochdeutsch, und also Jiddisch und so weiter. Also es war ein echter Antisemitismus. Und ich würde sagen, dass in der Zeit, in der Gesellschaft, in der mein Vater sich bewegte, da war, also ich weiß nicht, soll ich sagen, die meisten, aber jedenfalls viele von den Leuten waren, jedenfalls versuchten, mehr Deutsch zu sein als die Deutschen. Viele Leute, man braucht nur Klempner zu lesen, waren erstaunt zu erkennen, zu entdecken, dass sie Juden waren, wenn Göring hat ja gesagt, er entscheidet, wer Jude ist oder nicht und so weiter. Und da war eine echte Verachtung von einem sehr großen Teil der assimilierten, in Anführungsstriche, deutschen Juden, gegenüber den Ostjuden und besonders die Jiddisch gesprochen haben und wie gesagt so bettelarm waren und so weiter. Nicht? Da, ich glaube, das war der Samen, nicht? Das war der Samen, der gewachsen ist. Vielleicht dann sind wir nach Amerika gekommen und da habe ich zum ersten Mal schwarze Leute getroffen. Und habe sofort erkannt, was ihre Situation war. Jedenfalls, ich dachte, ich hatte es erkannt. Ich glaube nicht sofort zu der Tiefe, zu der ich es später erkannt habe. Und so weiter. Nicht? Und dann war ich in MIT. Angefangen 1963, da war der Vietnamkrieg, und da habe ich intimst gelernt, was wir da machen. Die
die Waffensysteme, die Sie sich gar nicht vorstellen können, die in ihrer Brutalität, die in MIT entwickelt worden sind für Vietnam, und die absolute Verdrängung fast aller meiner Kollegen zu der Frage, was ist der Endnutzen der Arbeit, die ich tue, nicht? Und das war nicht die allgemeine Haltung meiner Kollegen. Ich meine die Rebellion, die sogar die Erkennung dieses Phänomen, nicht? Und so weiter. Und dann ja, das ist ein sehr wichtiger Teil. Wir sprechen ja von Informatik und so weiter. Jetzt kann ich es nur auf Englisch sagen, also ich kann kein deutsches Wort, das genau diese Stärke hat. Die insane Euphorie der künstlichen Intelligenz, ja, nicht, dass wir sind dabei, einen künstlichen Mensch herzustellen, nicht? Und das ist bis heute, nicht? Das ist nichts, das wir nicht tun können. Der Mensch ist eine Maschine, und wir sind jetzt zum ersten Mal in der Lage, einen künstlichen Mensch herzustellen und so weiter, nicht? Und wie ernst daran gearbeitet ist und wie idiotisch und wie naiv manche dieser Ideen sind, die Dogma sind in dieser Schicht meiner Kollegen, nicht? Und nicht nur die Computer Scientists, aber auch viele andere der Naturwissenschaftler. Da war vor kurzem in Berlin eine große internationale Veranstaltung: Ist das Universum ein Computer? Nicht, die Frage selbst ist jedenfalls ridiculous, nicht, ist silly, blöd, ist eine blöde Frage. Da habe ich zwei Vorträge gehalten, einen werde ich jetzt halten. Das war sehr kurz. Ich habe gedacht, also die Frage ist das Universum ein Computer? Na okay, das Universum ist ein Computer. Na und? Aber das ist die ernste Frage. Was sollen wir davon lernen? Nicht? Was wir davon lernen sollen, und das ist eine böse, naive Idee. Also ich habe nichts gegen Naivität, aber so schädlich. Nicht? Was wir lernen sollen, ist, dass jeder Aspekt der Realität ist berechenbar. Und ganz besonders der Mensch. Und mit dieser Idee, die ist eine Grundidee, nicht, mit dieser Grundidee, die ungeheuer weit verbreitet ist und heute, was soll ich sagen, massenhaft, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, massenhaft unterstützt, zum Beispiel von vielen Neurologen. Diese Idee raubt uns von unserer Menschlichkeit. Das Pentagon ist dabei, jetzt, ich glaube, das Programm ist jetzt ein Jahr alt, ist ein 5-Jahre-Programm, Roboter-Soldaten herzustellen, nicht? Naja, muss man da mehr sagen, nicht, darüber? Okay, das glaube ich, also ganz besonders die Idee, nein, da will ich zwei Sachen sagen. Zwei der wichtigen Sätze, die ich kenne, ist, einer ist von Ionesco, der sagt, also, alles ist sagbar in Worten, nur nicht die lebendige, Wahrheit. Everything is sayable in words except the living truth. Nicht? Ich glaube, das ist einer der tiefsten Wahrheiten, die wir überhaupt kennen oder kennen sollen. Nicht? Und die andere ist von einem alten Professor, schon viele Jahre lang. Manche Professor können denken. Er hat geschrieben, zu dem, der nur einen Hammer hat, sieht die ganze Welt wie ein Nagel aus.